Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Horse Reality. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch, bevor das neue Jahr startet, noch einmal ein paar neue Fohlen zeigen. Ein paar sind schon ja, einige Monate alt, andere wieder sehr frisch zur Welt gekommen. Und die möchte ich euch einmal zeigen. Und ich möchte euch ein ganz, ganz kleines bisschen spoilern, was euch dann im neuen Jahr erwartet. Und ich freue mich sehr darauf und ich freue mich vor allen Dingen, dass ich das tun kann. Dass ich in der Lage bin, euch viele, viele neue Spiele im neuen Jahr zu zeigen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich hoffe, ihr auch. Es wird richtig viele neue Pferdespiele geben, aber auch andere Tierspiele geben. Unter anderem My Pet Hotel, My Vet Practice, My Riding Stables, Riding Star, Horse World, Wildlife Park 2, Crazy Zoo wird es geben. Die anderen verrate ich euch mal noch gar nicht. Und es wird einen richtigen Kracher geben. Hoffe ich jedenfalls, dass es einer für euch ist. Und dass ihr euch auf dieses Spiel richtig dolle freut. Genauso wie ich auch. Ich hoffe, euch macht das Riesenfreude. Und ja, aber vorher, na, müsst ihr euch ein bisschen gedulden und euch ein paar Fohlen angucken. Ja, einmal hier dieses Kamarkorstütchen. Die hat 5 Very Good. Ist ein kleines Rapsstütchen, soweit ich sehen kann, ohne Abzeichen. Aber das hat die Mama halt eben auch nicht. Papa ist mein eigener Hengst, der Amando. Also eine Eigenzucht aus meinem Stall halt eben. Und im Moment, ja, berappelt sie sich relativ gut und mal gucken, ob sie da bleibt oder nicht. Dann habe ich einen kleinen Friesenhengst. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Very Good. 550 GP. Ja, Doppel-E. Und Papa ist in dem Fall Adrian. Ich meine, den hätte ich schon. Ja, den habe ich in Giselas Betreuung gegeben. Aber ich habe ja noch ein paar Samenfläschchen und habe es einfach mal probiert. Und da ist halt eben dieser kleine Bursche hier dabei rumgekommen. Auch er macht sich gar nicht mal so schlecht. Schaut mal, 88,962. Ein bisschen kann er noch machen. Ich weiß, dass die Friesen mittlerweile auch schon um die 90, ne, rum cruisen. Je nach Kontinent natürlich auch. Aber da muss noch ein bisschen was kommen. Dann haben wir hier noch einen Hengstfohlen. Wieder einen kleinen Friesen. 5 Very Good. Er ist nicht ganz so der Kracher bei diesen Konfis 518 GP 1E. Ja, und wird wahrscheinlich hier auch etwas brauner werden. So ein Schwarzbraun. Ich finde das richtig schön und ich mag diese besonderen Farben halt eben auch bei den Friesen. Ja, dann habe ich hier heute geboren ein Haflingerhengst. 1, 2, 3, very good. 533 GP, Doppel-A, aus der Verpaarung von Max. Den habe ich auch mal in Giselas Betreuung gegeben gehabt. Der ist auch mittlerweile verstorben dort. Und Landlady, die hatte ich ja dazu gekauft. Und seht euch das mal an, den kleinen Kraftprotz hier. Der gibt richtig schön an hier neben seiner Mama und springt hier Freudensprünge. Nein, aber, ne? Der sieht schon richtig schön aus. Ich mag auch hier sein Abzeichen auf der Stirn. Finde ich richtig schön. Ich glaube, das heißt Stern, ne? Ja, und dann nochmal ein Hengstfohlen. 10 Very Good, 2 Good. Da habe ich mich riesig gefreut. Also da war ich nahe daran zu sagen, ah, was ist das, wie schön. Ich wollte euch jetzt keinen vorquietschen. 588 GP. Und das ist aus der Verpaarung Prinz Flip. An, der steht bei Chiront Alnundo. Auf jeden Fall sind da Mörchen hingegangen und Symphony, das ist eine Stute, die ich gekauft habe, trächtig und war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Auf jeden Fall. Von den Werten her, ja, ne, 87er Werte, da kommt sicherlich auch noch was. Auch er hat hier so einen kleinen Stern, ne, auf der Stirn. Mal gucken, wie der sich so macht, der Kleine.
Ja, dann haben wir hier noch ein Island-Pony oder Island-Pferd. Stü Nee, ist ein Hengst. Ist ein kleiner Hengst mit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. Einem GP von 644. Ja, ich habe mich mittlerweile von den niedrigen GP ein bisschen verabschiedet. Möchte mal wieder ein bisschen hohes GP züchten. Da haben wir ein Equim, dann Silver. Ja, und Papa ist Bleiksocki. Den habe ich auch schon in Giselas Betreuung gegeben, aber halt eben auch noch Samenfläschchen, der stand halt eben mal bei mir im Stall. Ja, dann habe ich hier noch eine Stute. 2, 3, 4, 5, 6, very good. 552 GP. Und da ist Artax, mein eigener Hengst, da bin ich ganz, ganz stolz drauf, der Papa. Und wird dann wahrscheinlich auch eine Flexen Liver Chestnut Stute werden. Und ich finde auch bei ihr die breite Blässe richtig schön. Die hat sie vom Papa. Ganz toll. Also der hat das richtig gut gemacht. Ja, dann haben wir hier ein Trakehner-Stütchen. Mit den Trakehnern bin ich im Moment nicht ganz so happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute auch noch mal zwei neue Fohlen gekauft. Die möchte ich euch noch nicht zeigen. Oder werde sie euch jetzt noch nicht zeigen, weil es jetzt hier erstmal um meine Zuchten geht. Mal sehen, wie sie sich so entwickeln. Im Moment struggle ich ein bisschen mit den Trakehnern, was eigentlich recht traurig ist, weil ich sie sehr gerne mag. Sie ist, also sind, ist eine sehr schöne Rasse, auf alle Fälle. Die sehen echt toll aus. Aber ich struggle so sehr damit. Wir haben auf Afrika wirklich Züchter, die wirklich der Hammer sind, was das angeht. Die stellen dich an die Wand damit, ne? Und das ist nicht immer so einfach. Du musst halt wirklich gucken, dass du da am Ball bleibst. Und das schaffe ich im Moment leider weniger. Ich reiß im Moment eher weniger mit den Trakehnern, obwohl sie gar nicht mal so schlecht sind, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, auch hier jetzt, die Verpaarung ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ein Average dabei halt eben und nur zwei Very Good. Ja, da ist Hopeful Other, den hatte ich ja noch als Samenfläschchen. Der Vater, Golden Rebellion, ja, sie ist halt eben auch schon etwas älter, vielleicht liegt es daran. Aber das ist halt eben purer Struggle mit dieser Rasse. Naja, mal gucken, wie es sich so entwickelt. Ja, dann habe ich natürlich hier, ne? Ist an Heiligabend geboren, also heißt der junge Bursche auch Christmas. Ein Quarter Horse Hengst. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Very good. Ein GP von 586. Da habe ich auch gedacht, hui, was denn da passiert? Aber gut, die Mama hat nicht einen riesen GP. Papa hat 596 GP. Habe ich gedacht, naja, was soll da groß passieren? Ja. Das macht mich ein bisschen traurig hier, weil eigentlich mag ich die Farbe schon recht gern. Ist halt eben schwierig, ne? Ist ein ja, brauner halt eben mit Splashed White 1. Wird wahrscheinlich gehen, wenn er so weitermacht. So leid mir das dann letzten Endes tut. Ja, dann haben wir hier noch eine Stute, auch Quarter Horse. Die macht sich deutlich besser. Die hat 12 Very Good. Ein GP von 681. Doppel-E, Doppel-Cream, Doppel-Splashed White 1. Also die hat sich wirklich von allem irgendwie alles doppelt geholt. Changing Fate, den habe ich. Genau, den hatte ich noch als Samenfläschchen. Und Smoky Gola Splash ist die Mama. Und daraus ist dieses wunderschöne Persönchen entstanden. Die ist auch sehr hell, aber durch das Cream. Und ich weiß halt eben, ein Overo. Unfall ist, ne? Um Gottes Willen. Also so Geisterfohlen, die möchte ich dann auf gar keinen Fall. Ja, die Kleine macht mir sehr viel Freude. Wir haben hier halt eben auch 90er Werte dabei. Das macht mich sehr glücklich, weil ich bei den Quartern genauso ein Struggle mittlerweile hatte wie bei den Trakehnern. Nicht ganz so schlimm, aber halt eben auch. Ist nicht so einfach mit manchen Rassen. Auch mit den englischen Vollblütern ist es nicht so einfach, aber über diesen kleinen Hengst habe ich mich sehr gefreut. Er hat nur ein Average in Back, sonst alles gut. Wir haben ein GP von 620, Doppel A wird also ein kleiner Fuchs.
Ja, und da ist Lucifer, den habe ich irgendwann gekauft. Ne, beziehungsweise weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihn gekauft. Genau. Muss ich ja. Ne? Sonst wäre er nicht bei mir im Stall auch irgendwie lustig. Lucifer jedenfalls hat 12. Gut, die Mama hat auch nur ein Erwürgt. Ich denke, sie wird es ihm vererbt haben. Ja, und der kleine Bursche wird halt eben dann ein Fuchs. Mal gucken. Also erstmal bin ich sehr, sehr zufrieden mit ihm. Von den Werten her, ja, er kann noch ein bisschen hochkommen, aber das ist sowieso alles nicht so einfach. Dann habe ich Pirate Rose. Tada, mein erstes 12 Good Fohlen, ne? Was ich dann halt eben gezüchtet habe. Pirate Forest ist der Papa, der steht bei Silver 128. Toller Hengst auf jeden Fall, hat das super vererbt, 616 GP, Doppel-E, Doppel-A. Ja, da vermisse ich so ein bisschen ein G in der Vererbung, aber ist halt leider nicht drin. Aber gut, ich will nicht meckern, um Gottes Willen, mein erstes 12 Good Fohlen, ich freue mich total. Na, hat auf jeden Fall sehr gut gepasst, die Verpaarung. Ja, wir gucken in die Konfis rein. 78, 79er Wert dabei gewesen. Also da sind noch alle Wege nach oben offen. Und die Kleine, die bleibt definitiv. Ja, dann haben wir hier Symphony at Christmas. Ein Tag nach Heiligabend geboren, die kleine Stute. Sie hat drei Average und ein Very Good. Konfitechnisch eher ein bisschen durchwachsener. Genetik haben wir hier 619, hat aber ein großes E, ein großes A nur. Daher überlege ich sie dann doch auf jeden Fall zu behalten. Ein Cream und da ist der Papa Prettissimo. Der steht, soweit ich weiß, ja, auch bei mir im Stall noch. Genau, der ist auch noch da. Der hat 11 Gut. Da hat die Mama ein bisschen wahrscheinlich reingehauen, obwohl man es auf den ersten Blick nicht sehen kann. Gibt ja auch schlechte Goods, ne? Und die schlagen dann doch ein bisschen zu Buche. Dark Flaming Fury, ein kleiner Hengst mit einem Very Good, 9 Good und 2 Average. Hier seht ihr sie. Ein GP von 612 und der ist ein kleiner Rappe. Papa ist Dark Legolas. Ja, warum ich den jetzt retired habe, wahrscheinlich wegen der Werte. Habe aber noch ein paar Samenfläschchen, also ganz so schlimm wird's nicht. Sooty Seal Bay ist die Mama. Die habe ich natürlich noch. Und ja, der Kleine darf auf jeden Fall bleiben. Ja, dann habe ich hier nochmal einen Hengstfohlen. Wir haben hier, ja, vier Average leider, ein Very Good. Ein GP von 627, ein E Doppel-A. Und da ist der Papa Loverjet. Der steht bei Eastwood. Und Mama ist Keen oder Kion? Kion? Ich habe den Namen einfach gelassen. Ne? Also manche Namen ändere ich dann auch nicht mehr und die bleiben einfach so, wie sie sind. Ja, last but not least, dann nochmal ein Pferdchen. Da muss auch noch ein Name her. Das ist jetzt so der Bestwert, den diese kleine Stute hier erreichen konnte. Da haben wir drei Average, ansonsten alles im guten Bereich. 611 GP, Doppel-E-A, also nur ein großes A. Das ist auch schon mal ein Erfolg für mich persönlich. Ja, Ace Wax ist der Papa, der ist leider auch schon bei Gisela. Und auch hier ist die Mama. Auf jeden Fall eine schöne Verpaarung geworden. Auch die Kleine, die darf erstmal bleiben. Weil mit 78,680, da kann auch noch vielleicht ein bisschen was passieren. Schlechtester Wert liegt hier so bei 73, naja gut, 75 eigentlich im Durchschnitt. Und von daher passt das alles. So, jetzt habe ich euch ja gesagt, dass ich euch noch ein bisschen spoiler und ich hoffe, das klappt auch alles. Ihr dürft euch im neuen Jahr auf dieses Spiel freuen. Ja, ich werde Ostwind spielen. Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und damit jetzt hier nicht ganz so viel gespoilert ist, gehe ich mal wieder zurück auf Force Reality. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch mit mir aufs neue Jahr und auf Ostwind. Unter anderem.
und viele, viele andere Spiele, wo ich sehr, sehr froh bin, dass ich sie spielen darf. Ja, kommt gut ins neue Jahr, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen guten Rutsch. Feiert schön im Kreise eurer Lieben. Böllert nicht so viel. Dieses Jahr ist ja eh so ein bisschen Böllerverbot, ne? Knallt nicht so viel und ja, wir sehen uns im neuen Jahr mit tollen Spielen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dass ihr immer so fleißig dabei seid. Danke für alles, ihr Lieben. Tschüss!